Lasst mich euer Gesicht sehen. Ihr seid derjenige aus meinen Träumen. Ah. Die Sterne hatten recht. Heute ist der Tag. Hä? Götter, verleihen mir Kraft! Ja. Was geht hier vor sich? Meine Söhne wurden von Mördern angegriffen. Und ich bin der Nächste. Meine Klingen führen mich auf einem geheimen Fluchtweg aus der Stadt. Zufälligerweise führt dieser Fluchtweg durch eure Zelle. Ja, total zufällig. Also noch was zu den Dialogen. Ich spreche, also jeder hier in dem Spiel hat eine eigene Stimme. Also eigentlich nicht. Die Sprecher, jede Rasse hat einen eigenen Sprecher. Und alle Leute von einer Rasse haben also denselben Sprecher. Das ist ein wenig komisch. Nur manche besondere NPCs haben halt eine andere Stimme. Aber egal, also zu der Stimme. Wir spielen jetzt eine Frau und ich spreche die Stimme trotzdem männlich, also so wie ich halt normal spreche. Warum? Ja, ich kann Frauenstimmen nicht gut nachahmen. Besonders nicht die von der Frau, von dem Fräulein hier. Ihr habt ja eben gehört, als ich angegriffen habe. Die hört sich ziemlich komisch an. Naja, außerdem hört sich meine Stimme durchs Mikro sowieso ein bisschen hell an. Ein bisschen viel hell an. Seltsamerweise. Also von daher. Egal. Wer seid ihr? Ich bin euer Kaiser Uriel Septim. Durch die Gnade der Götter diene ich Tamriel als Herrscher. Ihr seid ein Bürger Tamriels. Und auch ihr sollt ihr auf eure eigene Weise dienen. Okay. Warum bin ich im Gefängnis? Vielleicht haben euch die Götter hierher gebracht, damit wir uns treffen. Eure Taten. Sie spielen keine Rolle, denn man wird sich nicht ihretwegen an euch erinnern. Und natürlich fragt sie, warum sie im Gefängnis ist. Sie hat keine Ahnung, was sie gemacht hat. Natürlich, ist logisch. Sie ist nämlich hier im Gefängnis zuerst aufgewacht. Davor hatte sie noch keinerlei Gedächtnisse oder so. Deshalb ist es auch ziemlich unlogisch, dass ich schon reden, gehen und kämpfen und magische Dinge auswirken kann. Ihr habt gesehen, wir haben schon einen ersten Zauber unten in der Leiste, wenn ihr aufgepasst habt. Einen Heilzauber. Mehr dazu später. Ja. Wir können jetzt fragen, was sollte ich tun, oder? Ich gehe meinen eigenen Weg. Ja, und hier kommt wohl die erste Entscheidung. Also, es gibt keine Leiste oder keine Anzeige oder so für sowas. Aber hier kommt die erste Entscheidung, was für ein Stil der Charakter haben will. Soll, ob der böse sein soll oder gut sein soll. Ich glaube, ich nehme einen guten Charakter. Was sollte ich tun? Ihr werdet euren eigenen Weg finden. Hütet euch, denn vor dem Ende werdet ihr viel Blut und Tod sehen. Oh mein Gott. Bitte, Herr, wir müssen weitergehen. Echt? Wow. 25 FPS gerade? Was zum Teufel? Besser offen lassen. Von der die FPS werden immer geringer. Was zum... Okay, jetzt werden sie wieder höher. Ich kapiere das gerade nicht. Okay, wenn es gerade übel ruckelt, sorry. Aber Fraps halt, ich kann auch nichts dagegen tun. Aha. Fraps? Ich verstehe dich nicht. Naja, aber wer tut das schon? Haha. Okay, egal. Halt dich einfach ruhig. Ich beobachte dich. Oh mein Gott. Ich bete, dass das hier funktioniert. Also, ich meine jetzt. Dass das hier funktioniert im Sinne von automatisch speichern. What the heck? Wer war das? Das ist unklug. Ja, ich habe ihn gerade aus Versehen geschlagen. Sorry. Der Hauptmann ist tot. Der Hauptmann ist tot? What the hell? Können wir nochmal. Zauber. Oh. Oh, jetzt hab ich mich geheilt. Oh. Ups. Ja, wir sollten zuerst einen anderen Zauber auswählen. Ich zeig mal das Menü. Also, das hier ist das Statusmenü. Ja, hier sind dann Beschreibungen von den jeweiligen Dingen. Nicht so interessant. Hier sehen wir unsere Stats. Hier unsere Fertigkeiten-Stats. Hier unsere Fraktion, derweil haben wir noch gar keine. Logisch, wir haben gerade erst angefangen. Und hier sind nochmal so... Ja, verstrichene Tage, aktive Missionen, bla 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 bla. Ja. Tage als Vampir, gebissene Hälse. Ja, man kann in diesem Spiel
Vampir sein. Aber ich werde kein Vampir sein, weil Vampire sind hässlich und die sind anfällig gegen Sonne. Das heißt, wenn man sich draußen bewegt, während es hell ist, nimmt man Schaden. Und das mag ich nicht. Ich mag Vampire sowieso allgemein nicht. Deshalb kein Vampir. Egal. Das hier ist das Inventar. Ja. Handschellen, das ist unsere Kleidung halt. So sehen wir aus, wenn wir keine Kleidung anhaben. Noch das aus und die Handschellen aus. Ja, das ist auch sehr logisch. Man kann die Handschellen einfach ausziehen. ja, das ist auch mal wieder die Logik dieses Spiels. Das ist doch ein sehr schönes Outfit. Okay. So, kleine Sandalen. Sollen wir die Sandalen anziehen? Ja, machen wir einfach mal. Okay, die Handschellen lassen wir aus. Also, das hier ist alles. Das hier sind nur Waffen. Das hier ist nur Kleidung. Das hier sind nur Tränke und Nahrung und so ein Scheiß. Und das hier ist nur Verschiedenes wie Schlüssel, Dietriche oder so weiter. Oder so weiter. Auch tolles Wort. Auch tolles Sprichwort. Keine Ahnung. Hier sind unsere Zauber. Hier werden wir wohl als Bretone oft drin sein. Ich war ehrlich gesagt noch nie wirklich ein Zauberer Bretone. Drachenhaut. Das ist ein Zauber, den wir als Bretone standardmäßig gelernt haben. Die zwei Zauber hat jeder gelernt am Anfang. Drachenhaut, Schild 50% für 60 Sekunden an selbst. Ja, so sind die Zauberbeschreibungen aufgebaut. Sie sind teilweise sehr seltsam aufgebaut und ich werde sie auch erklären, wenn sie undeutlich sind. Also Schild 50% für 60 Sekunden an selbst bedeutet halt, dass also ich hätte da einfach mal jetzt, ne, dass 50% Schild halt ein 50%iger Schild. Das heißt, ich denke mal 50% der Angriffe abblocken. Oder 50% des Schadens der Angriffe abblocken. Für 60 Sekunden halt. An sich selbst. Gibt auch Zauber, die kann man auf andere wirken oder so. Logisch. Sonst wäre es kein gutes RPG-Rollenspiel. So, Fackel, Feuerschaden, 6 Punkte an Ziel. Also 6 Schadenspunkte halt vom Feuer an ein beliebiges Ziel. Feuerball. Er gibt auch sehr viel Sinn. Die Übersetzung bei Oblivion ist echt scheiße. Ja, Feuerball, Lebensenergie wiederherstellen, 8 Punkte an selbst. Magieschule, Wiederherstellung. Ja, es gibt verschiedene Magieschulen. Erkläre ich gleich. Gleich werden wir noch mehr dazu kommen. Lebensenergie wiederherstellen, 6 Punkte, klar. 8 Punkte an selbst. Ja, bedeutet halt, dass man 8 Lebenspunkte wieder kriegt. Ja, ganz einfach. Der Blitz bedeutet, wie viele Mana-Punkte das halt kostet. Moment, steht das hier irgendwo? Wie das denn nun bezeichnet wird? Magie. Ja, okay, Magie. Die Magie regeneriert, ja, okay, es heißt Magie, nicht Mana. Ja, hier sind halt nur Angriffszauber. Hier sind nur Illusionszauber, glaube ich. Oder Zauber an sich selbst? Nee, nur Illusionszauber, glaube ich. Keine Ahnung. Hier sind, glaube ich, auch nur Zauber an sich selbst oder Heilungszauber oder so. Und hier sind, ja, hier sind Effekte, Eigenschaften, die sind permanent, die kann man auch nicht irgendwie wirken. Ihr seht, also ihr hört es jetzt nicht oder so, ich klinke Maustaste, nichts passiert. Ich mache mal mehr ans Mikro. Ja, ihr habt vielleicht jetzt gehört. Passiert nichts. Ist überhaupt, ja, gut. Das hier ist der Kompass. Oder auch Minimap. Oder auch große Map. Ja, ich zeige euch mal das ganze Gebiet. Man kann übrigens nicht scrollen oder so oder zoomen. Also, hier wo diese Ränder sind, ist Schluss. Koroll, The Black Road, bla bla bla. Bruma, sorry. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Chardinal oder so. Ja, da ist Morrowind. Da können wir nicht hin. Da ist eine magische Wand. Aber mit Hilfe eines Bugs, eines Glitches, kann man dahin. Aber da ist da nichts, da ist da nur endlose. Ja, endlos. Überall Bäume, endlos halt. Ja. So, hier ist Leia Wien. Und da ist Black Marsh oder Schwarz Marsh. Weiß ich gerade nicht, wie das auf Deutsch heißt. Die Karte ist halt auf Englisch, weil jemand zu faul ist, zu übersetzen. Teilweise auch gut, sonst wäre die Übersetzung bei der Karte wahrscheinlich noch scheiße geworden. Elsevier,
Bravil. Skingrad. Quatsch. Anvil. Koroll. Ja, da sind wir wieder. Und halt die Imperial City, also imperiale Stadt. Wörtlich übersetzt oder auch. Ich hab den Namen vergessen. Kaiserlich. Genau, Kaiserstadt. Kaiserstadt heißt es. Okay. Wir sind gerade Abwasserkanal des kaiserlichen Gefängnisses. Eigentlich nicht, da kommen wir gleich hin. Wir sind jetzt ungefähr hier. Kaiserstadtgefängnis. Naja, oh, nee.